Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Neue Erkenntnisse über die Essenzen aus dem Red Center von Ian White, australische Buschblütenessenzen. Bei meiner letzten Reise ins Red Center, das rote Zentrum Australiens, traf ich auf ein sehr trockenes Land inmitten einer langen Dürre. Nur sehr wenige der Pflanzen, mit denen ich in dieser Region arbeite, standen in voller Blüte. Das war nicht nur für mich selbst enttäuschend, sondern auch für die große Gruppe japanischer Teilnehmer, die nach Australien gekommen waren, um einen besonderen Level 3 Workshop mit mir zu machen. Ich war auch ihr Reiseführer auf der Tour zum Red Center und hoffte, ihnen die 11 Buschblüten dieser Region zeigen zu können und sie die unglaubliche Schönheit dieses Landes erleben zu lassen. Dieses Mal konnten wir jedoch nur wenige blühende Buschblüten finden. Dies stand in krassem Gegensatz zu meinem letzten Besuch, als das rote Zentrum ein Meer von Blüten war, wie ich es in den über 30 Jahren, in denen ich diesen Ort besuche, noch nie gesehen hatte. In diesem Jahr hat es im roten Zentrum viel geregnet und der Todd River, der die meiste Zeit über ausgetrocknet ist, war zweimal geflossen. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass man Alice Springs nie wieder verlässt, wenn man den Todd fließen sieht. Ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet, wenn man ihn sogar zweimal im selben Jahr sieht. Jedenfalls war ich sehr zuversichtlich, dass dies eine weitere hervorragende Blütezeit werden würde. Ich habe also mein Fahrzeug abgeholt und mich in der Stadt mit Lebensmitteln eingedeckt. Als ich alles zusammen mit meinen Schüsseln, Messbechern, Brandy, Wasser und Salz, um die Schüsseln und Becher zu neutralisieren, gepackt hatte, waren Jane und ich bereit für das Abenteuer. Natürlich hatte ich auch meine frisch erneuerte Lizenz zum Pflücken von Blüten im Bundesstaat Northern Territory mit dabei. Es war 3 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war, vor allem wegen all der Reisebeschränkungen, und ich brannte darauf, wieder mit all meinen Blüten in Kontakt zu kommen. Leider war das Land sehr trocken. Das Wasser der früheren Regenfälle war längst versickert und ich musste sehr lange suchen, um einige der Blüten wie Bluebell und Sturt Desert Rose zu finden. Tall Yellow Top habe ich überhaupt nicht gesehen, auch nicht nach 3000 Kilometern Fahrt und vielen Kilometern Fußmarsch zu Orten, an denen ich sie in der Vergangenheit schon gefunden habe oder wo ich sie vermutete. Ganz am Ende der Reise, als ich zum Flughafen von Alice Springs fuhr, um nach Hause zu fliegen, sah ich dann doch noch einige Tall Yellow Top. Sie waren zusammen mit der Sturt Desert Pea am Eingang des Flughafens gepflanzt worden. Die Ironie des Ganzen ist mir nicht entgangen. Ach ja, die Freude der Herstellung von Blütenessenzen. Selbst nach 35 Jahren, in denen ich diese Essenzen herstelle, erhalte ich immer noch neue Botschaften, subtile Arten, sie zu unterscheiden, und Einsichten über ihre heilenden Qualitäten, was ich sehr spannend finde. Mintbusch ist eine Pflanze, die in der zentralen Wüstenregion wächst und normalerweise 2 Blüten nebeneinander hat, die sich gleichzeitig öffnen. Die Botschaft darin ist, dass wir auch bei großen, läuternden Ereignissen mit viel Aufregung immer spirituelle Unterstützung um uns herum haben, einschließlich natürlich unseres höheren Selbst. Alpine Mintbusch hat ebenfalls 2 Blüten nebeneinander, aber eine von ihnen blüht zuerst. Erst wenn sie ihren Höhepunkt überschritten hat und zu welken beginnt, öffnet sich die zweite voll. Die wichtigste positive Wirkung der Alpine Mintbusch Essenz ist die emotionale und mentale Unterstützung von Betreuungspersonen, die sich um kranke oder gebrechliche Menschen kümmern. In Zeiten der Trockenheit sind die Blüten der Sturt Desert Rose sehr schwer zu finden. Ich dachte, ich hätte eine wunderbare Ansammlung von über 100 blühenden Sträuchern entdeckt, aber bei näherer Betrachtung handelte es sich um eine andere Art dieser Pflanzenfamilie. Keiner der Büsche besaß die klassischen schwarzen Punkte, die man auf den Blütenblättern und Stängeln findet, und daher konnte ich sie nicht verwenden. Nach dieser Enttäuschung und nachdem ich an den üblichen Orten, die ich aufsuche, keine blühende Sturt Desert Rose finden konnte, hatte ich das große Glück, in einem neuen Gebiet genau einen Busch zu finden. Er hatte eine offene Blüte und eine Reihe von Knospen. Aus Erfahrung weiß ich, dass sich diese Blüten normalerweise nicht vor dem späten Vormittag öffnen. Würde sie sich noch an diesem Tag öffnen oder erst morgen? Ich wartete geduldig ein paar Stunden, fotografierte und meditierte mit dem Strauch. Und ich wurde belohnt.
als sich die Knospen zu ihrer vollen Pracht öffneten. Die Tatsache, dass sich die Blüten an diesem Tag erst so spät geöffnet haben, verdeutlichte mir die Erkenntnis, dass die Schuld, das Bedauern und die Reue, die diese Essenz hilft aufzulösen, eine bestimmte Intensität erreichen müssen, damit sie vollständig und effektiv beseitigt werden können. Als ich lange bei der Rough Bluebell saß, war ich sehr davon angezogen, wie die Blüten nach unten hängen. Es ist, als ob sie Scham und Reue für ihre Handlungen ausdrücken und die vollen Konsequenzen dieser Handlungen auf andere verstehen. Eine der Hauptqualitäten dieser Essenz besteht darin, die gefühllose Manipulation, das Verletzen und Benutzen anderer durch Mitgefühl und Empathie zu ersetzen. Die zusammengewachsenen, lanzenartigen Staubgefäße weisen darauf hin, wie diese Essenz die Dunkelheit und Negativität durchdringen kann, um Liebe freizusetzen. Eine sehr schöne Blüte und eine wunderbare Essenz. In meinem nächsten Newsletter werde ich über die restlichen Essenzen berichten. Es gibt auch einige sehr interessante Erfahrungen mit und Erkenntnisse über Spinifex. Viel Liebe, Licht und Respekt, Ian White.